Ich will heute ein Beispiel zeigen, das ist dermaßen schräg, dass man sich fragt, wie kann ein Physiker einen solchen Unsinn zusammenschreiben? Das Beispiel entstammt in Gerzenphysik, und zwar der 22. völlig neu bearbeiteten Auflage. Herausgeber ist Professor Dr. Dieter Meschede aus Bonn. Da steht auf Seite 28 unter Propeller- und Düsenantrieb, und zwar im Kapitel Mechanik des Massenpunktes. Etwas vereinfachend kann man sagen, beim Propellerantrieb wird der Energieinhalt des Treibstoffs ausgenutzt, beim Düsenantrieb sein, man höre, Impulsinhalt. Nun, unter Energieinhalt ist sehr wahrscheinlich der Brennwert oder der Heizwert, sehr wahrscheinlich der Heizwert des Treibstoffs gemeint, das ist einfach die spezifische Verbrennungsenthalpie, wobei dann das Wasser dampfförmig ist am Schluss. Ein Brennstoff kann zusammen mit der Luft Energie freisetzen, aber ganz sicher nicht Impuls, denn der Impuls kommt beim Flugzeug aus der umgebenden Luft. Auf der nächsten Seite geht es dann um den Propellerantrieb. Und zwar wird da gesagt, dass ein Bruchteil des Energieinhaltes, sehr wahrscheinlich des Brennstoffs, umgesetzt wird in kinetische Energie des Flugzeuges. Dann gibt es einen Gesamtwirkungsgrad Gamma, der ist um 0,1 herum, also höchstens 0,3. Und dann haben wir Masse und Geschwindigkeit des Flugzeuges. Und dann wird aus dem Nichts heraus einfach eine Formel hingeschrieben, nämlich Leistung gleich Wirkungsgrad mal eben dieser Heizwert, also spezifische Verbrennungsenthalpie, und dann hier die Massenstromstärke oder eben Masse pro Sekunde, das ist der Brennstoffumsatz. Und das wird gleichgesetzt wie Kraft mal Geschwindigkeit. Nun, das hier ist eine Verbrennungsleistung und das hier ist eine mechanische Leistung. Man weiß jetzt aber nicht, welche Kraft hier gemeint ist, sehr wahrscheinlich die Kraft des Propellers auf das Flugzeug. Dann wird hier Kraft ersetzt, und das ist noch viel exotischer, durch Masse mal Beschleunigung. Nun, ein Flugzeug hat in der Regel keine Beschleunigung. Die kinetische Energie wird auch nicht verändert. Ich komme darauf zurück. Wenn man das auflöst, kommt man auf diese ominöse Formel. Nun, ich habe da ein Kleinflugzeug genommen, Diamond DA40, habe da ein paar Daten aus Wikipedia herausgelesen und habe diese Rechnung mal durchgeführt. Also 30% Wirkungsgrad, dann hier der Heizwert eines Brennstoffes in Megajoule pro Kilo, dann die Umrechnung des Treibstoffverbrauchs, also 1 Liter pro Minute in Kilogramm pro Sekunde mit der Dichte zusammen. Dann die Masse habe ich da ein bisschen abgerundet und für die Geschwindigkeit, das sind Knoten True Air Speed, habe ich dann umgerechnet in Meter pro Sekunde. Und dann bekomme ich eine Beschleunigung in Meter pro Sekunde im Quadrat. Nun, das ist ein vernünftiger Wert. Schauen wir uns mal den Flug an. Wir haben das Gewicht, der Auftrieb und den Widerstand. Und der Schub des Propellers dient nicht dazu, das Flugzeug zu beschleunigen, sondern der Schub dient dazu, den Luftwiderstand zu kompensieren. Also keine Spur von Beschleunigungsleistung, sondern es geht darum, das Flugzeug im Gleichgewicht zu halten. Nun, diese Formel, wie sie hier hingeschrieben ist, das ist wie gesagt der Vergleich zwischen Heizleistung und mechanischer Leistung der Kraft, der Schubkraft auf das Flugzeug. Das hier macht absolut keinen Sinn, denn eine Kraft gibt nicht eine Beschleunigung, sondern die Summe über alle Kräfte gibt eine Beschleunigung. Und der Energieinhalt des Flugzeugs ändert sich auch nicht. Das heißt, man hat hier einen Vergleich zwischen Heizleistung und mechanischer Leistung. Und mit diesem Vergleich kann man eben den Gesamtwirkungsgrad hier mit Gamma bezeichnet berechnen. Aber das hat nichts zu tun mit Massenpunkt und das hat gar nichts zu tun mit Beschleunigung. Also ich finde, das ist mehr als eine Katastrophe. Das ist organisierte Volksverblödung. Es wird aber noch schlimmer. Schauen wir mal beim Düsenantrieb. Da wird der maximale Schub entsprechend dem Ausstoß der Verbrennungsgase
gerechnet. Und zwar gibt das hier eine Geschwindigkeit, nämlich Ausströmgeschwindigkeit gleich Wurzel aus 2 mal dem spezifischen Heizwert, also wieder diese 40 Megajoule pro Kilogramm. Das hier ist eine obere Abschätzformel für ein Raketentriebwerk und nicht für ein Strahltriebwerk. Und wenn man das Raketentriebwerk etwas genauer anschaut, dann gibt es dann schon ein bisschen eine kompliziertere Formel. Ich habe das mal in einem anderen Video gezeigt. Da kommt wieder so eine Formel vor, nämlich Masse mal Beschleunigung ist gleich Massenstrom mal Ausströmgeschwindigkeit. Das hier ist die Formel von der Rakete und nicht vom Strahltriebwerk. Und die wird ja dann auch, wie ich mal in einem anderen Film gezeigt habe, auch völlig falsch hergeleitet. Am Schluss bekommt man auch hier eine Beschleunigungsformel, obwohl das Flugzeug in der Regel im Gleichgewicht ist. Wenn man jetzt hier als Beispiel den Airbus 380 nimmt, ich habe hier wieder ein paar Daten aus Wikipedia genommen, dann die Formel ausgewertet, dann gibt es eine Beschleunigung von 0,056 Meter pro Sekunde im Quadrat. Aber diese Beschleunigung sagt ja gar nichts aus, es geht ja hier um eine Gleichgewichtssituation im Reiseflug. Ich habe dann diese Formel hier noch ausgewertet und bekomme dann eine Ausströmgeschwindigkeit von mehrfachem Überschall, nämlich 8940 Meter pro Sekunde. Diese Ausströmgeschwindigkeit ist viel, viel größer oder doppelt so groß als bei einer Rakete und viel, viel größer als bei einem Strahltriebwerk. Wie man bei einem Strahltriebwerk eine saubere Impulsbilanz ansetzt und nicht einen Impulssatz, das habe ich auch schon in einem Video gezeigt. Also zusammenfassend kann man sagen, es ist peinlich und ich schäme mich für die ganze Gilde der Physiklehrer, dass ein solches Buch mit solchen Aufgaben seit mehr als 60 Jahren auf dem Markt ist. Es kommt aber noch dicker. Die Deutsche Physikalische Gesellschaft hat ein Gutachten gegen den Karlsruher Physikkurs verfasst. Und der Karlsruher Physikkurs ist wohl die einzige wirkliche Innovation in der Physikdidaktik der letzten Jahrzehnte. Und in dieser sogenannten Gutachtergruppe ist auch Herr Meschede vertreten. Und er scheut sich also nicht, hier über einen anderen Physikkurs herzufallen, obwohl in dem Buch, das er herausgibt, solche unglaubliche Fehler passieren. Ich möchte hier nur kurz aus der Zusammenfassung zitieren. Da steht also, diese mathematische Formulierung ihrer wesentlichen Aussagen setzt eine präzise Verwendung klar definierter Begriffe voraus. Und es ist die Überzeugung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, dass Physik auf allen Ebenen der Ausbildung so unterrichtet werden muss und kann, dass ihre wesentlichen Eigenschaften unmissverständlich klar sind. Wer solche Aufgaben, wie vorher gezeigt, in einem Buch veröffentlicht, der hat überhaupt keine Legitimation mehr, über andere Physikkurse zu richten.